schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Purzelcake. Heute zu der Vatertagskooperation. Und zwar wollten wir euch mal nicht was zum Muttertag zeigen, sondern zum Vatertag. Der kommt meistens ja dann doch ein bisschen zu kurz. Und damit es eben nicht so ist und ihr ein bisschen Inspiration bekommt, haben wir diese Kooperation gemacht mit ganz vielen YouTubern. Und wer alles bei dieser Kooperation mitmacht, die Kanäle werde ich euch hier unten in der Infobox verlinken und auch am Ende des Videos auf der Endcard. Da könnt ihr einfach mal durchstöbern und auch die anderen Kanäle besuchen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erst einmal bei diesem Video viel Spaß. Ich möchte euch nämlich ein tolles Papa-Frühstück zeigen. Für das besondere, liebevolle Papa-Frühstück brauchen wir ein paar Wiener, zwei Eier, bisschen angebratenen Speck, so Speckwürfelchen habe ich hier genommen, dann ein paar Röstzwiebeln, etwas Schnittlauch und noch zum Würzen Salz und Pfeffer. Auch ein Papa hat es gern, wenn man ihn lieb hat und ihm das auch zeigt. Und dazu nehmen wir jetzt den Wiener, halbieren ihn bis auf ein kleines Stück am Anfang. Das lassen wir so, wie es ist. Klappen jetzt die zwei Seiten einfach um und stecken das Ganze unten mit einem Zahnstocher fest. Und schon haben wir eine süße Herzform. Die Herzchen legt ihr nun in eine Bratpfanne. Gebt etwas Öl mit rein und sobald das Ganze heiß genug ist, klopft ihr euer Ei auf und gebt das Ganze in die Mitte eures Herzens und wartet, bis das leicht angezogen ist. Dann würzt ihr das Ganze mit Salz, Pfeffer, etwas von dem Schnittlauch, von dem vorher schon angebratenen Speck und lasst das Ganze erst einmal fertig brutzeln. Ihr kennt euren Papa natürlich am besten, also backt ihr das Ei natürlich auch so, wie euer Papa das am liebsten hat. Entweder ihr lasst es noch ein bisschen weich, glibberig, je nachdem, wenn er das mag. Oder ihr könnt natürlich auch ein Rührei schlagen und das in die Mitte geben. Oder ihr könnt das Ganze auch einfach einmal wenden und komplett durchbacken. Sobald es dann fertig gebacken ist, gebt ihr einfach noch ein paar Röstzwiebeln dazu. Das Ganze könnt ihr dann schön anrichten auf einem Teller oder auf einem Brettchen mit ein paar leckere Butterschmier und Rattas Kaffee. Und dann ist euer tolles Papa-Frühstück schon fertig. Ich denke, jeder Papa freut sich darüber, auch mal überrascht zu werden. Und das ist doch die Gelegenheit, das Ganze mal auszuprobieren. Schreibt mir in die Kommentare, wie die Überraschung gelungen ist, wie es ihm geschmeckt und gefallen hat. Und schaut auf jeden Fall bei den anderen Kanälen vorbei. Die haben auch noch ganz viele tolle Ideen, passend zum Vatertag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Vatertag und die Gelegenheit möchte ich auch gleich nutzen. Danke Papa, ich hab dich ganz doll lieb. Ich wünsche dir einen ganz tollen Vatertag und bis dahin, tschüss!